Hallo alle zusammen, hier ist von Kimovie die mechanische Tastatur und so sieht die aus. Man sieht schon, die ist mal deutlich kleiner als so eine Full-Size-Tastatur, aber, und das muss ich ihr zugute halten, die hat wirklich noch viele zusätzliche Tasten. Wir haben hier die Pfeiltasten unten, wir haben hier Page Down, Entfernen, wir haben die Home-Taste und wenn man hier Fn, hier irgendwo war es, P drückt, dann hat man sogar hier die Endetaste. Und so zieht sich das auch weiter fort mit Multimedia-Tasten, die wir hier haben. Wir können zwischen Mac und Windows hin und her schalten. Wir haben Profile, die wir einstellen können. Und wir haben hier oben sogar die F-Tasten, einfach doppelt belegt bei den 1 bis 0 Zifferntasten. Und das hat nicht jede von diesen Mini-Tastaturen. Da bin ich sehr zufrieden, weil das das Arbeiten nochmal deutlich erleichtert. Von der Höhe her mögen zwar die Tasten, wenn man sich das anguckt, vielleicht so half-sized sein, aber diese Backplate hier unten, die ist doch ziemlich hoch. So dass man, obwohl diese Tasten sehr klein sind, trotzdem, wenn man damit schreibt, relativ weit oben schreibt. Glücklicherweise kann man hier hinten noch, ups, hier ist, jetzt sieht man es, hier hinten das nach oben klappen, dass es ein bisschen angeschrägt ist, was das Schreiben vereinfacht. Trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass entweder eine Handballenauflage hier gewesen wäre oder dass das Ganze nach unten geht, gerade wenn man viel damit schreiben möchte. Möchte man einfach nur spielen, sage ich mal, ist das kein Problem, aber wenn man sehr viel schreibt, dann ist das doch ein bisschen problematisch. Ich habe jetzt hier die braunen Schalter und vielleicht einfach mal kurz hinhören, wie die klingen. Und man sieht schon, man kann hier recht gut mit schreiben. Schnell auch und dabei ist die Tastatur doch noch angenehm leise, also jetzt verglichen mit den blauen Schaltern zumindest. Und diese braunen Schalter, ich weiß nicht, ob man es sieht oder hört, man hat hier eben ein richtig schönes Feedback und das funktioniert auch hervorragend. Kommen wir vielleicht noch ganz kurz zur Beleuchtung. Ich habe jetzt hier die Beleuchtung hier ausgemacht, man kann die aber einfach mit, ich glaube, Fn Caps war, das Ganze anmachen. Jetzt leuchtet das hier unten. Das kann man auch ändern, dass einzelne Farben nur sind, dass es leuchtet, dass es blinkt, dass es sich bewegt oder so wie ich das vorhin hatte, dass es aus ist. Ich habe jetzt hier eingestellt, dass immer die Taste leuchtet, die man zuletzt gedrückt hat, aber auch das kann man umschalten, indem man hier, ich glaube, Fn, hier war es, genau drauf drückt. Und da hat man eben verschiedenste Modi, wie das Ganze beleuchtet ist, wie die Farben sind. Hin von chaotischen zu recht statischen Beleuchtungseffekten und das ist an und für sich alles recht schick. Ja, hier glaube ich, kann man die Farbe noch ändern. Genau, wenn wir jetzt hier rosa, weiß, rot, also alles Farben, die ja, schön hell leuchten. Ich finde, sehr fröhliche Farben sind dabei und so kann man die Tastatur dann auch sehr gut benutzen und auch individualisieren.